Gehegt und gepflegt wird das Auto bei den Deutschen. Doch so teuer den Verbrauchern ihr Auto ist, so zögerlich sind sie beim Wechsel ihrer Autoversicherung. Wir haben einmal die Kfz-Versicherung gewechselt und sind jetzt zufrieden. Wir glauben, dass wir eine ganz gute gefunden haben. Also eigentlich nicht. Denn ich bin sehr zufrieden mit meiner Versicherung bis dato und habe auch keinen Grund, sehe keinen Anlass dazu, die Versicherung zu wechseln. Dabei ist gerade der Herbst die Wechselzeit, in der die Autoversicherer mit Angeboten um neue Kunden buhlen. Auch in diesem Jahr locken neue Tarife, mit denen sich Geld sparen lässt. Es lohnt sich ganz sicher, sich in diesem Herbst mit der Autoversicherung zu beschäftigen, weil man kann schnell einige hundert Euro sparen. Sei es, dass man wechselt, weil die Konkurrenz ist groß, sei es, dass sogar der eigene Versicherer ein preiswerteres Angebot für das gleiche Auto hat und man da einen 100-Euro-Schein sparen kann, ohne was zu tun weiter. Die Stiftung Warentest hat 152 Versicherungstarife von 74 Versicherern unter die Lupe genommen und für 6 Modellfälle günstige Tarife herausgesucht. Das Ergebnis: fast jeder kann sparen. Wir haben verschiedene Modellfälle gebildet, zum Beispiel den Fahranfänger, den Vielfahrer. Und hier lagen ganz häufig die Tarife vorne von der WGV, von der Hook24, von der Direct Line und bei den Versicherern mit Außendienst die Tarife von der Hook Coburg Allgemein und der UVAG. Welcher Tarif, welche Versicherung die günstigste ist, hängt von vielen sehr individuellen Faktoren ab. Der Fahrer eines Ökoautos bezahlt weniger als der einer S-Klasse. Fahranfänger bezahlen deutlich mehr als eine Familie mit Kindern. Ein Eigenheim wird im Tarif belohnt. Ein Straßenstellplatz ist schlechter gestellt als eine Garage. Ob Stadt- oder Landbewohner, viel oder wenig Fahrer, alles beeinflusst die Höhe der Prämie. Generell gesagt, wenn Sie eine Frau sind, die wenige Kilometer fährt, Beamte ist und ein Eigenheim hat, Mitte 40 und lange unfallfrei gefahren sind, dann zahlen Sie extrem wenig. Und wenn Sie ein junger Mann sind, der ein altes, klappriges Auto fahren will, dann zahlen Sie extrem viel. Erstmals im Test das Sparpotenzial für umweltbewusste Autofahrer. Viele Versicherer bieten Tarife an für Fahrer mit Autos, die wenig Kohlendioxid ausstoßen. Wer ein Hybrid- oder Erdgasauto fährt oder sich ein Elektroauto zulegen will, wird von immer mehr Versicherern belohnt mit günstigeren Tarifen. Auch für Fahranfänger, die traditionell viel zahlen in der Autoversicherung, kann es nun günstiger werden, wenn sie am sogenannten begleiteten Fahren teilgenommen haben. Immerhin 380.000 junge Menschen nahmen bisher daran teil, haben mit 17 ihre Fahrerlaubnis. Jetzt kannst du ein bisschen schneller fahren. Aber steigen bis zum 18. Lebensjahr nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Auto. So wird's günstiger, sowohl für den Fahranfänger als auch für die Eltern. Eine Möglichkeit für junge Autofahrer, Geld zu sparen. Sie können aber auch sparen, indem Sie Ihr erstes Fahrzeug beim Versicherer der Eltern anmelden und dann schon Ihren eigenen Vertrag kriegen und dann eben selbst bei unfallfreiem Fahren den Beitragssatz reduzieren können. Oder Sie haben vorher eine Mofa oder ein Moped gefahren, dann kann man das anrechnen lassen und manche honorieren es auch, wenn man vorher an einem Sicherheitstraining teilgenommen hat. Beim Wechsel der Autoversicherung kommt es also auf die kleinen Details an. Keine leichte Aufgabe bei einer Tarifvielfalt, die schnell den Überblick verlieren lässt. Als allererstes schaue ich mal, wenn ich eine neue Versicherung suche, ob die bestimmte Leistung hat, die ich gerne haben will. Wenn ich ein ganz neues Auto habe, dass sie möglichst lange das neue Auto ersetzt. Oder wenn ich zum Beispiel ganz lange unfallfrei gefahren bin, dass nicht beim ersten Unfall die Versicherung gleich deutlich teurer wird. Das ist das erste Kriterium und dann gucke ich nach dem Preis. Hilfestellung bieten einige Tarifrechner im Internet oder aber die ausführliche Analyse der Stiftung Warentest. Für 16 Euro erhalten Verbraucher ganz individuell eine Auswahl von passenden und günstigen Versicherungstarifen zugesandt. Mehr Informationen finden Sie im neuen Heft von Finanztest oder im Internet unter www.test.de.